Vogelhäuschen, also Futterhäuschen für Singvögel aus Sperrmüllholz und mit wunderschönem Dach aus Baumrinde selbst bauen. Wir nehmen Holz vom Sperrmüll, hier der Bauplan, sägen das Holz entsprechend zu und schrauben die Einzelteile zusammen. Das wäre die Pflicht, jetzt kommen wir zur optionalen Kür. Aus Baumrindenteilen bedecken wir das Dach und mit gespaltenem Astholz verzieren wir noch unser Vogelhäuschen. Abschließend noch ein paar Feinarbeiten für die Sicherheit der Vögel und noch Verfugen der Dachplatten für eine wunderschöne optimale Optik. Und abschließend stellen wir unser Vogelhäuschen auf einem Pfahl auf oder wir hängen es auf. Hier noch unsere Dachkonstruktion in Nahaufnahme. Falls näheres Interesse bestehen sollte, hier die detaillierte Bauanleitung. Hier das Material für unser Futterhäuschen, oben schwarz gedrucktes Material für die Grundversion. Wir benötigen Materialien 1 bis 3. Falls wir die schönere Version Deluxe bauen wollen, benötigen wir zusätzlich noch die Materialien 5 bis 8. Holzpressspannplatten sind nicht geeignet, wir benötigen Holzbretter Natur, aber die finden wir auf jedem Sperrmüll. Hier unser Bauplan und ein Vorschlag für die Maße, wie wir die Bretter zuschneiden können. Mit einer Handkreissäge schneiden wir von unserem Sperrmüllholz entsprechende Streifen ab. Zuerst 18 cm breit für den Boden und die Fußplatte des Häuschens, dann ebenfalls 18 cm breit die eine Seite des Daches und dann eine Brettbreite länger als 18 cm die zweite Seite des Daches. Diese Dachseite ist eine Brettbreite länger, weil sie die andere Dachseite überlappen muss um die entsprechende Brettbreite. Nun wird der 18 cm breite Streifen für den Boden des Häuschens auf 16 cm gekürzt und ein gleich großes Brett benötigen wir nochmals für eine Fußplatte, auf die unser fertiges Vogelhäuschen später gestellt werden soll. Also nochmals anzeichnen der gleichen Länge und wir haben dann also zwei Teile mit 16 x 18 cm. Dann brauchen wir noch einen Streifen mit 18 cm Breite für die beiden Giebel des Häuschens. Wir schneiden den Streifen ab und kürzen dann auf 19 cm Giebelhöhe. Davon brauchen wir zwei Stück. Wir markieren an unseren beiden Giebelseiten jeweils die Mitte, damit wir korrekt die Dachschräge mit 45 Grad absägen können. Wichtig, nie abgesägtes Holz aus der Säge holen, solange sie noch läuft, warten bis sie steht. An Schrägen der zweiten Giebelseite. Und jetzt haben wir alle unsere Teile fertig für unser Vogelhäuschen. Zuerst die Fußplatte, auf die das spätere Häuschen gestellt wird, dann der Boden, dann die beiden Giebelseiten und die beiden Dachflächen. Um das Häuschen zusammenschrauben zu können, brauchen wir für die Grundversion 12 Holzbauschrauben, zum Beispiel 4,0 x 40 mm, idealerweise mit Senkkopf. Und für die Version Deluxe bräuchten wir 20 solcher Holzbauschrauben. Bei solchen Holzbauschrauben befindet sich das Gewinde nur im vorderen Bereich der Schraube, nicht dagegen im hinteren Bereich der Schraube. Schrauben, die ein Gewinde über die ganze Schraubenlänge besitzen, sind für Holzkonstruktionen nicht geeignet. Wir setzen nun die beiden Giebelseiten auf die Bodenfläche und markieren deren spätere Position. Markieren die entsprechenden Bohrlöcher, damit sie schön symmetrisch gebohrt werden. Wir bohren hier mit einem relativ dicken, einem 4 mm Holzbohrer die entsprechenden Löcher in die Bodenplatte, denn die Holzschrauben sollen nicht in der Bodenplatte, sondern nur in der Giebelseite greifen. Für die Giebelseite nehmen wir deshalb einen dünneren, einen 3 mm Bohrer. Wie immer initial nur ein Loch bohren, dann die entsprechende Verbindung schrauben und wenn alles genau stimmt und auch die andere Brettecke bündig eingestellt ist, dann erst das zweite Loch bohren.
Also wir verschrauben nun die eine Seite, das scheint perfekt zu sitzen. Und erst jetzt können wir das zweite Loch bohren, ohne dass die Bodenplatte gegen den Giebel verrutscht. Wir kontrollieren nochmal die andere Seite auf Bündigkeit, jawohl. Und jetzt können wir das zweite Loch in die Giebelseite bohren mit unserem Dreierbohrer. Würden wir, wie hier in der Giebelseite, kein dünnes Loch vorbohren, dann bestünde die Gefahr, dass beim Einschrauben unserer Schraube das Holz splittern würde. Nun wollen wir an den Giebelseiten noch ein großes Loch bohren. Dies ist lediglich für die Optik. Wir haben ja keine Nistkasten, dass die Vögel durch dieses Loch rein und raus müssten. An unserem Futterhäuschen können die Vögel an der Seite problemlos rein und raus fliegen. Und dann wollen wir noch ein entsprechendes Loch auch in die andere Giebelseite bohren. Sollten wir allerdings keinen solchen großen Bohrer besitzen, dann können wir folgendermaßen vorgehen. Wir nehmen einfach einen 10er Holzbohrer und bohren im Kreis herum unser Holz aus. Wichtig ist, dass wir dieses Brett auf ein anderes Brett legen und beide Bretter zusammen festklemmen. Hier das untergelegte Brett. Nach Bohren der Löcher entfernen wir dieses untergelegte Brett wieder. Würden wir dieses Brett nicht unterlegen, dann käme es bei jedem Loch kurz vor Durchbohren des Loches hinten zum Ausfransen des Holzes und das wollen wir natürlich nicht. Abschließend wird dieses Loch mit einer groben Holzfeile, also einer Raspel, voll schön ausgefeilt. Jetzt wird die zweite Giebelseite an unsere Bodenplatte geschraubt und schön auf zumindest einer Seite gut bündig fixieren und dann hier ein Loch bohren. Dann verschrauben wir diese Seite und wenn diese Seite perfekt sitzt, dann auch kontrollieren, dass die andere Seite des Brettes gut und bündig ist. Hier nochmals kontrollieren und dann bohren wir unser zweites Loch. Dann noch entsprechend verschrauben. Wir verschrauben von Hand und brauchen keinen elektrischen Drehmoment-Schraubendreher. Nun zeichnen wir die beabsichtigte Position der einen Dachseite an. Wir messen so aus, dass auf beiden Seiten der Giebel gleich weit übersteht. Jetzt die Position einer Giebelaußenseite markieren und dann einen parallelen Strich für diese Giebelseite nochmals positionieren. Der Giebelseite nun innen und außen alle beide Giebelseiten markieren. Damit die Schrauben symmetrisch platziert werden, messen wir jeweils auf beiden Seiten die gleichen Abstände ab. Jetzt noch Vorbohren der vier Löcher in der Dachfläche. Wir nehmen den Vierer, den größeren Bohrer, denn die Schrauben sollen im Dach selbst nicht greifen, sondern lediglich in der Giebelwand. Dort, wo die Schrauben greifen sollen, also hier in der Giebelwand, wird mit dem kleineren Bohrer vorgebohrt. Würden wir nicht vorbohren, bestünde die Gefahr, dass die eindringende Schraube eventuell das Holz sprengen würde. Dann diese Dachseite korrekt auf den beiden Giebeln positionieren und ein Loch vorbohren und dann verschrauben. Nun Kontrolle, ob auch die andere Dachseite gut bündig sitzt und dann das nächste Loch bohren. Und dann verschrauben und auch mit den beiden anderen Schrauben verfahren wir genauso. Da jetzt das Dach nicht mehr verrutschen kann, können wir die beiden nächsten Bohrlöcher auch gleich nacheinander bohren und dann verschrauben. Vergleichbares Vorgehen auch bei der anderen Dachseite. Nun wäre sozusagen der Rohbau für unser Vogelhäuschen fertig. Wir schauen es nochmal an von allen Seiten und ich denke, wir können zufrieden sein. Hier unsere Fußplatte, die können wir auf einem Pfahl montieren und dort kann zum Beispiel das Häuschen später fixiert werden. Unsere Grundversion ist fertig. Empfehlenswert ist jetzt noch eine entsprechende Verschönerung, unsere Version Deluxe. Nun geht es an die Verschönerung unseres Rohbaues. Wir spalten mit dem Stecheisen und mit einem Hammer 3 bis 4 cm starke astfreie Rundhölzer. Wir brauchen mindestens 4 solcher Rundhölzer. Letztendlich benötigen wir 8 schöne halbe solche Rundhölzer. Die halben Rundhölzer für die Giebel, die schneiden wir oben mit 45 Grad ab, dass sie oben am Giebel schön bündig sind.
Jetzt schneiden wir ein halbes Rundholz für die Bodenplatte auf einer Seite zu mit 45 Grad. Dann markieren wir die Länge. Die Markierung ist nur an der Innenseite des Rundholzes zuverlässig möglich. Aber das Sägeblatt muss nun von der Außenseite an das Rundholz herangeführt werden. Die Längenmarkierung ist also beim Sägen nicht zu erkennen. Deshalb empfiehlt es sich, das Rundholz erst initial etwas zu lang abzusägen, zu drehen, auf der Innenseite nach dem Strich zu schauen und zu kontrollieren, wie viel ist es noch zu lang, also wie viel muss noch abgesägt werden. Also lieber mehrfach ein kleines Stückchen absägen, bis man schließlich die korrekte Länge hat, anstatt initial gleich richtig absägen zu wollen und dann ist eventuell das Stück zu kurz geraten. Nochmals ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis. Muss ein Stück abgesägt werden und verbleibt ein kleines Stück Holz im Bereich des Sägeblattes, wie jetzt in diesem Falle, dann darf dieses kleine Holzstück immer nur dann erst entfernt werden, wenn das Sägeblatt ganz sicher zum Stillstand gekommen ist. Immer gilt Safety first. Obwohl dieses Video zum Teil im Zeitraffer-Modus abgespielt wird und dadurch der Eindruck entstehen könnte, dass dieses Sägen und diese Maßnahmen zum Teil sehr schnell durchgeführt werden, täuscht dies natürlich gewaltig. Es gilt immer die oberste Devise, ruhiges, sicheres, überlegtes und vorausschauendes, antizipatives Arbeiten. Nun wollen wir an den Stirnseiten der Dächer unser halbes Rundholz festschrubben. Beachten müssen wir, dass es an der Dachseite etwas übersteht, weil wir ja später noch sozusagen Dachplatten aufbringen wollen. Und jetzt bohren wir wieder mit einem Viererbohrer ein größeres Loch, damit die Schraube hier nicht greift. Und in das Dach wird dann wieder ein kleineres Loch, ein Dreierloch gebohrt, denn dort muss unsere Holzbauschraube greifen. Noch nicht ganz fest anziehen, wir müssen das vielleicht nachher noch ein bisschen verschieben, wenn wir die zweite Seite aufschrauben. Hier auch wieder schauen, auf der Rückseite muss es ein bisschen überstehen. Wir wollen hier auch die Schraube in der gleichen Position. Wir nehmen wieder den Viererbohrer, den größeren Bohrer. Auf der Dachseite muss es etwas überstehen, hier leicht anbohren. Das Anbohren muss über der Mitte des Dachholzes erfolgen und nachdem das Rundholz von uns durchbohrt ist, wird nun nach richtiger Positionierung mit dem dünnen Dreierbohrer das Loch in das Dach vorgebohrt. Es zeigt sich nun, dass hier dieses Holz doch noch ein paar Millimeter zu lang ist. Die sägen wir auch noch ab und nun wird es hier mittels Schraube fixiert. Beim Festschrauben der halben Rundhölzer am Boden ist es wichtig, dass die Rundhölzer unten etwas überstehen und da sie deutlich breiter sind als die Brettbreite, stehen sie trotzdem oben noch deutlich über. Dies ist wichtig, damit später das Futter seitlich nicht aus dem Häuschen herausfallen kann. Stopp, wir müssen erst den Dreierbohrer gegen den Viererbohrer wechseln. Durch das Rundholz bohren wir mit dem dickeren Viererbohrer, weil hier die Schraube nicht greifen soll. Jetzt wechsel auf den Dreierbohrer und mit dem dünneren Dreierbohrer bohren wir in die Bodenplatte, weil dort die Schraube greifen soll. Wir legen ein Brett unter, damit das Häuschen nicht wackelt. Das können wir beim Bohren nicht gebrauchen. Und jetzt einbohren mit dem Dreierbohrer in die Mitte der Bodenplatte. Nächstes Rundholz und anzeichnen, wo wir es ebenfalls in 45 Grad absägen müssen. Stopp, da ist noch der Dreierbohrer drin. Wir brauchen hier den Viererbohrer. Wir kontrollieren nochmal, anbohren und dann richtig durchbohren mit dem Viererbohrer. Bohrer wechseln, Dreierbohrer rein und nun wird das Loch mit dem Dreierbohrer in den Boden durchgebohrt. Wieder festschrauben. Und nächste Seite. Beim Anbohren der Rundhölzer für die Bodenplatte immer darauf achten, dass sie oben deutlich überstehen und unten leicht überstehen. Oben ist es wichtig, damit später unser Futter, das wir ins Häuschen geben, nicht herausfallen kann.
Der leichte Überstand an der Unterseite ist wichtig, falls wir das Häuschen auf einem Pfahl mit Fußplatte aufsetzen wollen. Nun noch die Verzierung an der anderen Dachfront. Beim Anbohren der Rundhölzer immer darauf achten, dass man dort bohrt, wo die Mitte des Dachholzes sich befindet. Und beim Einbohren des Dreierbohrers bis in das Dachholz wiederum streng darauf achten, dass wir in die Mitte des Dachholzes kommen und die Schraube da gut greifen kann. Nun wären sämtliche halbe Rundhölzer angebracht und es geht noch an die Verschönerung unseres Daches. Nun besorgen wir uns von trockenen Buchenholzschalen entsprechende Buchenrinde, die machen wir ab. Beim trockenen Holz muss sie leicht abgehen. Und aus diesen Rindenstücken formen wir eine Art von Dachplatten mit Hilfe einer Beißzange. Wir machen hier unterschiedlich große Dachziegel und die kleben wir dann später auf unser Dach, damit es zum einen wasserabweisend ist und zum anderen vor allem schön aussieht. Haben wir dann alle unsere Dachziegel richtig beschnitten und passen sie gut zusammen, dann werden sie alle wieder vom Dach genommen und so hingelegt, wie wir sie später wieder auf das Dach aufmontieren wollen. Zuerst bringen wir eine dünne Schicht Holzleim auf die gesamte Dachseite auf. Wir verteilen diesen Holzleim gleichmäßig, sodass wir eine durchgehend dünne Holzleimschicht erhalten. Und wenn diese angetrocknet ist, dann haben wir eine wasserdichte Grundierung. Und falls Wasser durch die Platten oder zwischen den Ritzen der Dachplatten durchgehen sollte, trifft das Wasser auf diese wasserabweisende Grundierung und fließt nach unten ab. Dann versehen wir jede Dachplatte mit entsprechendem Holzleim und dann bringen wir die einzelnen Dachplatten genau wieder in der ursprünglichen Anordnung, so wie wir sie initial zugeschnitten haben, auf dem Dach auf. Und wenn die erste Seite fertig ist, dann lassen wir dieses Dach ein paar Stunden antrocknen, damit der Holzleim schön trocken ist, bevor wir mit der nächsten Seite beginnen. Also Stunden später nach Antrocknen des Holzleims werden wir jetzt die zweite Seite entsprechend versorgen. Zuerst werden wieder die Dachziegel beschnitten aus unseren Buchenholzrindenstücken. Wichtig ist, dass wir trockene Buchenrindenstücke nehmen, ansonsten kommt es später durch Trocknung dieser Buchenrinde zu deren Schrumpfung und es würden sich zunehmend größer werdende Ritzen und Spalten zwischen den einzelnen Dachziegeln ausbilden. Sind alle Dachziegel zugeschnitten, nehmen wir sie wieder ab, versehen das Dach mit einer dünnen Schicht an Holzleim und dann werden die Ziegel wieder in der Anordnung aufgeklebt, wie wir sie zugeschnitten haben. Die halben Rundhölzer des Bodens stehen unten etwas über und hier passt unsere Fußplatte genau rein, auf die wir das Häuschen später aufstellen können. Um unsere Fußplatte zum Beispiel auf einem Pfahl gut festschrauben zu können, benötigen wir eine Holzbauschraube, zum Beispiel der Größe 4,5 x 80 mm mit Senkkopf. Wir markieren die Mitte unserer Fußplatte
Und dort bohren wir jetzt zum Beispiel mit einem 5,5er Bohrer ein Loch für unsere Fixierungsschraube rein. Wir wollen in die Fußplatte noch zwei überstehende Zapfen einfügen, zum Beispiel zwei Holzdübel, die später in den Boden des Häuschens greifen, damit das Vogelhäuschen auch bei stärksten Erschütterungen nicht von der Fußplatte rutschen kann. Wir bohren zwei entsprechende Löcher durch die Fußplatte und hier stecken wir entweder zwei selbstgeschnitzte Holzzapfen oder zwei entsprechende Holzdübel durch. Zuerst müssen wir aber noch die beiden Löcher in den Boden des Häuschens bohren, in denen die beiden Zapfen greifen sollen. Wir legen die Fußplatte auf, bohren durch die Löcher der Fußplatte durch den Boden, damit die Löcher passgenau stimmen. Die Löcher im Boden des Häuschens bohren wir mit dem nächstgrößeren Bohrer nach, damit später die Löcher des Bodens des Häuschens leicht auf die Zapfen der Fußplatte aufgesteckt werden können. Etwas Holzleim in die Löcher und auf die Spitze der Dübel. Dann klopfen wir die beiden Holzdübel von der Unterseite der Fußplatte bündig hinein, sodass sie auf der später nach oben zeigenden Seite herausschauen und in die Löcher des Häuschens greifen können. Überschüssigen Leim entfernen und die Fußplatte mit Zapfen passen und genau in die Löcher des Bodens. Ein Verrutschen des Häuschens gegen die Fußplatte ist jetzt ausgeschlossen. Jetzt wollen wir zur weiteren Verschönerung der Optik ein kleines Aststück unter das große Loch einfügen. Deshalb bohren wir hier ein entsprechendes Loch. Wir besorgen uns ein paar Stück Astholz und schauen, welcher Ast passt fast rein. Dann wird er noch etwas zugespitzt, die Rinde entfernt. Der passt. Wir brauchen ihn jetzt nur noch gerade absägen an der Spitze und auch noch entsprechend kürzen. Holzleim aufs Loch, Ast reinstecken, überschüssigen Holzleim entfernen, aggressiv abwarten, bis der Holzleim trocken ist. Und in der Zwischenzeit können wir das große Loch noch etwas verschönern und mit Schmirgelpapier glätten, sodass sich die Vögel nicht verletzen können, falls sie von dem kleinen Aststück durch das Loch ins Vogelhäuschen reinhüpfen wollten. Auch auf der anderen Seite noch etwas glatt schmirgeln, damit der Schraubenkopf unserer Fixierungsschraube an der Fußplatte nicht übersteht, müssen wir den Kopf noch etwas versenken. Dazu können wir einen konisch zulaufenden Metallbohrer, keinen Holzbohrer verwenden oder hier einen solchen Kegelsenker. Und ganz wichtig, wir lassen dabei die Bohrmaschine rückwärts laufen, sonst frisst sich der Bohrer sehr schnell ins Holz und wir sind eventuell zack viel zu tief oder ganz durch. Also rückwärts laufen lassen und dann fräsen wir nur ganz langsam vorsichtig ins Holz. Und nun schließt unser Schraubenkopf nach Einschrauben in die Fußplatte ganz plan mit der Fußplatte ab und unser Vogelhäuschen kann nun ganz satt und wackelfrei auf der Fußplatte aufsitzen. In unseren Pfahl haben wir bereits mit einem Viererbohrer ein langes, tiefes Loch gebohrt, sodass unsere Fixierungsschraube das Holz nicht spalten kann. Und dort schrauben wir nun mit unserer langen Fixierungsschraube die Fußplatte fest. Nun wollen wir die Rindenstücke auf unserem Dach noch verfugen. Wir nehmen dazu etwas Buchenrinde oder sonstige Holzrinde. Diese zermörsern wir mit einem Hammer zu kleinen Teilchen in Sandkorngröße. Die kleinen ins Töpfchen, die großen zum Brennholz. Dazu geben wir eine ordentliche Portion Holzleim. Vermischen dies gut und produzieren eine schöne klebrige Masse, mit der wir dann unsere Schlitze zwischen den Dachplatten ausfugen. Nun reiben wir unsere selbstgemachte Fugenmasse in die Ritzen zwischen den einzelnen Dachplatten. Auf die Dachplatten möglichst keine Fugenmasse aufbringen, sonst müssen wir sie nachher nur wieder entfernen. Die Masse schön tief in die Rillen, in die Ritzen eindrücken. Wir müssen noch etwas Fugenmasse anrühren.
Hier unten wollen wir bewusst nicht verfugen. Falls etwas Wasser unter die Dachplatten kommt, muss es hier abfließen können. Und nun wollen wir das überschüssige Material abwaschen, vorsichtig abwaschen, dass wir nicht alles wieder auswaschen. In den Fugen soll der Fugenfüller verbleiben. Auf den Platten wollen wir das vorsichtig wieder abreiben, damit später die Optik schön ist. Wird noch ein kleiner Spalt entdeckt, wird der abschließend auch noch ausgefüllt mit unserer Dichtmasse und dann entsprechend das überschüssige Material wieder abwaschen. Hier nun unser fertiges Dach und das lassen wir jetzt alles schön trocknen und insgesamt sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Im Prinzip könnte man die Dachabdeckung auch, allerdings sehr mühsam, aus Fichtenzapfen oder aus Kiefernzapfen oder zum Beispiel aus den Schalen von Pistazien herstellen. Auch damit können wir Dachplatten simulieren. Hier nun unser fertiges Häuschen mit einer, wie ich finde, sehr schönen Dachabdeckung aus Buchenrindenstückchen. Hier an der Seite können die Vögel einfliegen oder vorne über das Loch nach Zwischenlandung auf dem Aststückchen reinhüpfen. Und hier noch eine Nahaufnahme unserer Dachziegel mit entsprechender Verfugung. Und hier ein baugleiches Vogelhäuschen mit Aufhängevorrichtung. Vielleicht noch die Erklärung, warum das Vogelhäuschen von der Fußplatte abnehmbar ist. Da die Vögel beim Fressen reichlich Kot hinterlassen, ist dieser Kot zusammen mit den alten Futterresten vor Nachfüllen mit frischem Futter erst zu verwerfen. Viel Freude beim Füttern und Beobachten Ihrer Singvögel.